Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Let's Rage Dark Souls Prepare to Fail mit dem lieben Dagome. Scheiße! Mann, leck mich! Ja, wir sind so ein bisschen im Rage-Modus gerade. Versucht mal alles Mögliche aufzunehmen und nichts, aber auch nichts funktioniert. Ja, heute deshalb haben wir wirklich den Dreck auf den Schuhen kleben, nichts klappt. Und deshalb wollen wir uns jetzt abreagieren. Und Dark Souls ist doch perfekt dafür. Ja, ich kann zwar nicht viel machen, aber ich bin da sehr froh, wenigstens Valvoric beim Ragen zuschauen zu können. Das hilft mir auch. Ich glaub, wenn es ab und zu hier von mir irgendwie so Klopfgeräusche hört, das ist dann, da versuche ich dann mich selber noch abzureagieren hier an meinem Tisch, dass ich mit der Faust draufschlage oder so. Aber wir wollen erstmal einen Charakter erstellen. Ja. In Richtung, was haben wir da, Krieger, furchtloser Krieger, Waffenexperte, hohe Stärke, Beweglichkeit. Klingt eigentlich auch nicht schlecht. Mhm. Ein niedriger Ritter, hohe Vitalität, solide Rüstung. Niederer Ritter. Du bist ein niederer Ritter. Vagabund, führt Krummsäbel, hohe Beweglichkeit. Ein Dieb, kritischer Treffer und hat Generalschlüssel. Gut, das heißt aber, der ja, kommt überall rein, aber das ist eher der Schleichmodus. Die hohe Stärke führt schwere Streitaxt. Hat eine gute Vitalität. Schwere Streitaxt, weiß nicht, ob der wie gut er dann zuhaut. Ah, wird schon. Wird schon. Probieren wir den mal. Den Jäger im Nahkampf gut und nicht in Zauberei. Zauberer, Drachenschule, bla bla. Feuerzauber, führt eine Keule und wirkt Heilwunder. Ah, bla bla bla, scheiße. Nur mit Keule bewaffnet, ja, so sieht er aus. Aber nicht nur mit einer, wenn man so das Gefühl hat. Okay, weg von Bandit. Ja. Bandit klingt irgendwie am besten, ja. Der hat nämlich auch eine hohe Vitalität, was glaube ich in dem Spiel gar nicht so schwer, also so doof ist. Schwer schon, aber nicht doof. Gabe, göttlicher Segen, heilt jegliche Verletzung, passt, nehmen wir. Da wird nicht lange rumdiskutiert. Figur! Dünn. Gespenstig. Kräftig! Dick! Dick! Kräftiger Rumpf. Kräftige Beine. Oder Kopflastig. Kleinköpfigen. Also ich bin ja fast für kräftige Beine, weil sieht geil aus. So nee, dieser Zwergentorso oben auf diesen kräftigen Beinen hier. Aber gut, hey, was soll's. Achso, Aussehen, ne? Gesicht, warte. Ja, Katharina. Er sieht ein bisschen aus wie auf Droge. Wie Katharina auf Droge. Ja. Heimratsecken, kurz zurückgekämmt. Katharina. Pferdeschwanz, denn da hätte man den Bettler nehmen sollen für Pferdeschwanz. Ja, der Herrn Dritten, ja. Also. Unser kleiner Mönch. Ja, komm. Mönch lock ein. Mittellang sieht halt auch so richtig dämlich aus, lockig. Pagenschnitt ist aber fast ungebrochen. Also ungebrochen. Fast das Beste, was es gibt. Iris kann man auch. Ah, da kann man die Farbe auswählen. Geil. Weiß. Komm. Purpur hat auch was. Oder? Ja, komm, mach mal Silber. Purpur. Da machen wir den alten Knacker. So. Jetzt auf Unnieman. Nicht anpassen haben wir schon? Es ist doch annehmbar, oder nicht? Ja, anpassen ist annehmbar. Ah, warte mal, jetzt haben wir den zurücksetzen. Hinter die gelbe Sicherheitsmarkierung. Komplett? Hoffentlich nicht, oder? Wir brauchen noch einen Namen. Der Name. Wo? Klaus Peter. Wo kann man eingeben? Wo? Da oben.
Ha, ich würde es dir gerne zeigen, aber geht nicht. Untercharakter erstellen. Neben diesem Bild da links oben. Dagorok. Dagorik, oder? Dagorik. Dagorik. Dagorik klingt gut. Dagorik, der Große. Ja. Der Dicke. Der mit den großen Beinen. Der mit den dicken Beinen. Dagorik, der Dicke. So, spiele ich diesen Ja. Charakter. Warte mal, abbrechen. Was ist bei Anpassen noch? Da gab es doch irgendwas. Gesichtstype, das haben wir ja alles schon. Alter! Ja, graue Haare, also jung. Geht Ja. nicht. Doch. Also ändert sich da nichts? Klassisch. Ändert sich Vielleicht da was? im Gesicht ein bisschen faltiger. Ich sehe nichts zumindest, aber es kann auch an der Übertragung liegen. Nee, ich sehe auch nichts. Na gut. Dann liegt es nicht an der Übertragung. Geschlecht, ja. Auch nicht schlecht, dieser Reiter. Wie weiblich möchtest du sein? Ja, Proportionen. Bitte sehr, nicht zu weiblich. Das haben wir ja schon eigentlich. Ja, komm dann. Nicht kahl rasiert. Auf Anpassen, oder? Zurücksetzen. Zurücksetzen. Weil das haben wir eigentlich schon alles eingestellt. Ja, auf okay war gerade irgendwo. Ja. Kräftige Beine, passt, annehmen. Und los. Auf geht's. Dagorik. Auf geht's. In deinen Abenteuer. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty lords build upon Eskon's skills. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death. Seath, the scales betrayed his own, and the dragons were no more. Will fade and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. Ich wusste gar nicht, dass wir Film gucken. And amongst the living Doch. are seen
hast du denn gedacht? Aber schön. Ein schönes Intro. Lange haben sich auch durchaus wahrscheinlich auch, ich sag mal, bewusst Mühe damit gegeben, um das Spiel auch entsprechend einzuleiten. Doch, gefällt mir schon mal ganz gut vom Intro her. Nicht einfach nur reingeschmissen werden, sondern wirklich hübsch. Ja, diese 10-Sekunden-Videos da teilweise. Ja. Das warst du gerade. Ja. Er sah besser aus als ich. Stimmt. Da vermisse ich gerade die Sprachausgabe. Ich hoffe übrigens, dass es dann nicht zu laut wird später. Wenn ja, dann stellen wir da noch ein bisschen was runter. Und ich kann auch noch nicht garantieren, ob wir da ein vollständiges Let's Play draus machen, ob das zu Ende geht. Wir gucken einfach mal. Wir haben das noch nie eingetestet. Von dem her, seht uns das nach, wenn wir was nicht gleich wissen, wie man sich bewegt oder wie man überlebt. Wohl eher Letzteres wahrscheinlich. Ja. Das mit der Bewegung sollte wahrscheinlich irgendwann mal klappen. Das Aus Spiel dem... wird sich... Ja, Entschuldigung. Weil da gibt es ja, glaube ich, auch notfalls nochmal so ein Steuerungsding, glaube ich, was man nachgucken kann. Aber mit dem Überleben wird es wohl schwieriger. Mhm. Also je nachdem, wann wir ragen, ob es uns einfach extrem viel Spaß macht, das werden wir herausfinden mit euch. Das Spiel wird sich auch super eignen für einen Kill-Counter. Stimmt, ja. Allerdings bist halt nur du der. Ja. Ist das da oben nicht ein Kill-Counter, dieses 0-0? Ja, nein. Stimmt. Gott. So haben wir es eingestellt? Da... Wo sind die dicken Beine? Sieht ein bisschen komisch aus. Irgendwie. Ja, da sind die dicken Beine. Ah, Cowboy-Beine. Ja, das Gesicht ist noch nicht so, wie wir es noch nicht so auf Morphium und so. Der Bandit mit den Glockenhosen. Leiche plündern. Schlüssel. Siehst du es relativ flüssig? Relativ. Bleiben wir bei relativ. Okay. Mal so weit schon. Ist halt sehr verpixelt. Nachricht lesen. Rechter Stick, Kamera. Tolle Nachricht. Das steht immer so in Gefängnissen, oder? Rechter Stick, Kamera. Ja, damals gab es auch schon einen Controller oder sowas in der Art. Angriff, RB. Ah, gut zu wissen. Kann ich den platt machen? Mach ihn platt, komm. Mach ihn platt, Rage. Kann ich ihn gleich wegschleudern. Schwerer Angriff. RT. Jetzt muss man auch noch überlegen. Das hatte ich gerade gedrückt. Achso, ja. nicht schlecht. Und zack. Ist das die Ausdauerleiste dann da oben vermutlich? Mhm. Oder irgendwas in die Richtung? Dieser zweite, dieser grüne. Linker Stick und B halten. Jetzt wird's kompliziert. Ab jetzt. Ja. Was ist da rechts unten? Geld oder Punkte? Zielfixierung? Wer braucht denn das? Keine Ahnung. RS? Was ist denn der RS eigentlich nochmal? Rechter Stick? Also einfach oder diese Kamera? Oder diese. Ja. Wahrscheinlich. Na gut. Da schon zwei Gegner? Nee. Nur einen. Hallo. Öfter hier. Da spielst du mit Gamepad, oder? Dann. Ja. Gut. Na, öfter hier. Na. Magst du mitkommen? Rot Let's play together. Ich habe jetzt auch einfach mal meinen Controller in die Hand genommen, damit ich hier nicht so völlig wahllos vom Bildschirm sitze. Let's bade together. Was mich immer noch interessieren würde, was die 60 da unten ist. Da rechts. Gute Frage. Geld? Gibt's Geld in dem Spiel? Kann man einkaufen?
Ich würde gerne ein rosa Skelett kaufen. Am Leuchtfeuerrasten regenerieren. Ah, das sind diese Safe-Punkte quasi. Okay. Erfolg freigeschaltet. Super. Kann sich bewegen. Diese tollen Yay. Erfolge. Ja, genau, kann sich bewegen. Ich habe Feuer gemacht. Wells. Hast du im Kopf, wann wir angefangen haben? Wegen, ne? Wo haben wir angefangen? Warum haben wir angefangen? Wir wollten ragen, erinnere ich mich. Ja. Nee, ich meine zeitmäßig, Ach so, folgentechnisch und nö. so. Nö. Wozu habe ich dich mit, hä? Keine Ahnung. Nur um die Beine auszuwählen oder was? Wir wollten ragen, eigentlich wollten wir was ganz anderes aufnehmen, da hätte ich keine Uhr gebraucht. Eigentlich schon. Ah. Wams. Ah, cool. Rage, Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Folge mit Intro und Rage. Schon zu Ende Erstellung durchaus zu Ende ist, ja. Ist nur so ein Gefühl, also wahrscheinlich sind wir bei. Asyldämon. Uah. Ja, toll. Na toll. Gerade wo ich am Nein. Hey. Wir wollen dir kein Asyl geben, blöder Dämon. Das fängt gut an. Nimm das und das und das. Erzittere vor mir, Dämon, ich habe ein Messer dabei. Nicht mal. Ihr seid gestorben. Ja gut, prepare to die. Ich meine, hallo? Haben wir. Es ging ja schnell. Der Kill-Counter ist dann aber nicht Ich glaube, eher ist dasselbe. es unser Level, fürchte ich. Dass da immer noch so sich vehement bei 0,0 hält. Bei 0,0, ja. Super. Plus 20 sind dann vielleicht die das Geld, die Erfahrungspunkte. Ja, Erfahrungspunkte wären ein komisches System, oder? Wir Aber haben gerade, ja. haben. Okay, ich habe gerade irgendwas. Du hast was gegessen, was auf dem Boden lag? Hört man das Klicken stark? Also ich höre es. Wie es in der Aufnahme dann rauskommt, wird man sehen müssen. Na dann. Ausrüstung auswählen. Das Schwert, ja. Möchte ich auswählen? Habe ich schon ausgerüstet? Ist Scheinbar. klar, ja, das. Ja. Ich glaube, das ist in dieser Leiste auch unten. Also da in diesem. Was ist das? Viereck? Vierkreuz? Keine Ahnung. Vierkreuz. Vierkreuz. Ich glaube, das ist. Ja, ich würde es dir jetzt gerne zeigen, aber wir sind ja nicht per Teamview hier am Gucken, deshalb. Missionen, was kann man sonst noch Cooles einstellen? Schwerer Lebewohlkristall. Okay. Phantom verbannen, nach Hause zurückkehren. Nach Hause. Dagorik nach Hause kehren. So, da war jetzt unten noch einer, dann haben wir 60. So, den machen wir mal alle. Wenn wir ihn treffen. Das wird ein Spaß, also. Vorausgesetzt. Oh Mann. Vor allem geht der ewig langsam. Ach so, nur am Anfang. Nach Ja, dem diese Kampf. 20. Ich weiß ja nicht, ich meine, bei Skyrim oder so ist es ja auch so, dass die dann irgendwie Geld dabei haben, diese Wir kommen von hier, oder? Mobs, die du kaputt machst. Von dem her könnte es schon Geld sein, könnte aber schon auch die Erfahrung sein, weil irgendwo muss die ja. Ich sehe keinen Erfahrungsbalken sonst. Nee. Weil das Rote ist definitiv Gesundheit, das Grüne würde ich sagen Gesundheit. Ausdauer. Mehr haben wir ja nicht. Nicht die Schrittcam, bitte. Wollen wir da wirklich wieder hoch? Ja, wir müssen, ne? Aber das Feuer dient doch eigentlich zum Speichern, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Verlassen kannst du.
Na gut. Ich will Scheinbar nicht. nicht. Ich will da nicht weitergehen. Aber Ja greife ich gut. gerade mit dem Schwert an? Ich glaube schon, oder? Ist das das Schwert, was der da in der Hand hat, das kleine? Ich sage ja, der hat wie ein Messerchen. Ja, Ja. glaub, mehr ist es leider nicht. Ein kleines abgebrochenes. Das dürfte verteidigen Ja. sein. Hajo! Ich fürchte, wir sollten uns da noch ein besseres organisieren mit der Zeit. Das ist ein Angriff. Okay. So, Jetzt haben sollen wir wir es die Folge an der weggesteckt, Stelle jetzt oder? beenden oder willst du nochmal gegen den Zombie? Ach, komm. Gegen Zombie-Dämon wollte ich natürlich sagen. Komm, probieren wir nochmal, oder? Was soll's? Der Kampf mit Rage der Tür. Against the Machine. Ja. Das ist ja urfies, dass da gleich am Anfang so ein Zombie daherkommt, so ein Boss. Kommt der eigentlich daher? Von da oben? Der muss aber dann auch 60.000 Punkte geben, wenn wir den besiegen. Ja, wirklich. Oder Oder was auch Gold, oder immer. was auch immer. Oder Ding Kommt da der unten her? rechts, ihr wisst Bescheid. Von unten, fürchte ich. Von da Ist ja ein unten? Dämon. Die kommen immer von unten. Ha! Das sieht man auch so richtig viel. Wir geben kein Asyl. Sag's gern nochmal. Blöder Dämon. Habe ich ihn schon erwischt? Ich glaube, ganz minimal ist die Leiste runter. Ja, ich sehe, dieser letzte Balken, der da ist, ist schon fast zur Hälfte runter. Ich glaube, das ist unserer. Ich glaube, der schlägt uns ziemlich kurz und klein. Ja, Leute, das war's dann mit Dark Souls, ne? Prepare to fail war Programm, hat uns Spaß gemacht und so. Ich weiß, man kann auch theoretisch Sterben? sterben. Geht auch, habe ich gehört. Oh Mann. Nun gut. Gibt's denn nicht irgendwo einen anderen Ausgang oder so? Hey, wir sind immerhin Fürchte. gleich da. Ja. Fürs nächste Mal. Ja, genau. In diesem Sinne. Danke fürs Mitsterben und wir fehlen So viel uns. zum Thema Rage. Irgendwie hat es nicht viel gebracht. Nee. Super, Naja, jetzt habe ich noch mehr ja, eben. Aggressionen. Ja, irgendwie tun wir noch was anderes. Ihr werdet es ja erleben, was wir noch so spielen, vielleicht. Jo, dann macht's mal gut. Ciao.